abends 5:10. Frühdienst halt. Das heißt, ich muss in einer Viertelstunde oder so muss ich los. Und bis dahin nutze ich ein wenig die Zeit. Ja, gestern habe ich ja so viel gefaulenzt. Ich habe den Vlog, der heute kommen muss, gar nicht fertig bekommen. Aber das ist, sag ich mal, kein Problem, weil das schaffe ich heute noch. Aber oh, ich liebe es immer so in die ersten Tage reinzukommen. Also die erste Frühschicht ist immer die Hölle. Genauso ist die erste Nachtschicht immer die Hölle. Aber ja, nützt ja nichts, sich aufzuregen. Irgendwie muss ich das ja machen, ne? Na gut, also dann schauen wir mal, dass wir in den Tag kommen. Gut, wir haben es. Kurz nach 5. Ich mache mich auf den Weg zur Arbeit. Schnarch. Nein, das wird heute noch werden. Weil es immer. Der Einstieg ist immer das Härteste. Aber wenn ich dann auf der Arbeit bin, dann geht's. Und wenn ich wieder heimkomme, darf ich mich nur nicht dazu hinreißen lassen, mich auf die Couch zu legen und zu pennen. Weil das ist immer tödlich. Aber habe ich nicht vor. Jetzt zumindest nicht. So zwischen, naja, auf der Fahrt immer so zwischen 2 und 3 Grad. Mann, und dann war so Sprühregen, also nicht so lustig. Ja, wird halt Winter, ne? Na gut, ich gehe jetzt ein bisschen arbeiten und wir sehen uns dann hoffentlich im Trockenen, so kurz nach 2. Feierabend, ab nach Hause. Es ist so tristes, graues Wetter, so boah. Muss ich mir echt überlegen, was ich heute da noch anstelle. Aber naja, es wird sich irgendwas finden. Also, erstmal hier mal. Was soll ich sagen? Ich bin wieder zu Hause und hier nebenan sitzt der kleine Kommissar. Das ist der kleine Kerl, der mir so gerne mal in die Aufnahme reinplärrt. Jetzt ist er ein wenig schüchtern, weil ich mit der Kamera hier bin. Aber im Normalfall plärrt er immer. Gelle? Du, sag an. Hier, komm hier. Gut, ich bin zu Hause. Mach mir jetzt schnell eine Kleinigkeit zu essen, weil. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht fahre ich nachher zu Angie und wir essen zusammen. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Sie hat mir vorhin nur irgendwie geschrieben, essen wir zusammen. Das wäre natürlich eine schöne Idee. Deshalb jetzt erstmal nur eine Kleinigkeit. Kleinigkeit Ravioli. So, ich bin wieder drin. Okay. Also ich habe jetzt Video geschnitten und es war, ja sagen wir es mal so, es war jetzt kein anspruchsvolles Video, was ich schneiden musste. Von da an ging das recht gut. Aber da bin ich auch sehr froh drum, weil, ja, ich hatte jetzt irgendwie am Anfang natürlich zwei gemacht. Das ist auch vielen in den Kommentaren aufgefallen. Die waren heftig, die Videos. Also gerade das erste war sehr aufwendig gewesen. Und das ist natürlich für Daily eine echte Hausnummer, wenn du sowas jeden Tag abliefern willst. Das funktioniert nicht. Aber wie dem auch sei, ich war ein bisschen im Verzug. Das heißt, ich habe heute erst das Video hochgeladen, was bei mir heute auch veröffentlicht wurde. Sprich, es ist hochgeladen und in einer halben Stunde muss es veröffentlicht werden. Also ich war relativ knapp. Aber ich habe, während das Video hochgeladen hat, gleich noch das nächste geschnitten. Bam! So, das heißt, ich bin im Flow. Gut, jetzt zum anderen habe ich nochmal meinen Gimbal. Ihr merkt es vielleicht, ich habe gerade meinen Gimbal im Einsatz. Und zwar, ich habe einfach
nochmal was ausprobiert. Und zwar in den Kommentaren hat mir vom Kanal Saarland to China, also Saarland 2 China, reingeschrieben, dass er sich ja auch den gleichen Gimbal gekauft hat und dass er bei ihm super funktioniert hat und ohne dieses kleine Y-Anbauteil, von dem ich das letzte Mal so geredet habe. Und dann hat er mir nochmal gesagt, wie er ausbalanciert hat und ich soll doch nochmal ein bisschen rumprobieren. Habe ich jetzt heute gemacht und ich muss sagen, ich bin nochmal zufriedener. Das Ding wird so richtig geil jetzt so langsam. Also es freut mich. Gut, jetzt habe ich noch 20 Minuten Zeit und dann hole ich Angie von der Arbeit ab. Ich habe ja vorhin gesagt, eventuell essen wir zusammen und ja, wir essen zusammen. Das heißt, ich hole sie ab. Vielleicht müssen wir uns noch was einkaufen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, wir müssen noch was einkaufen und dann werden wir zusammen essen und dann werde ich wieder heimfahren und dann spiele ich vielleicht noch eine kleine Runde COD und dann geht's für mich ins Bett. Aber eins nach dem anderen. Jacke an, es geht los. Freunde der gepflegten Heimvideokultur. Hi, ich habe dann auch mal Feierabend. Ja, ich habe sie eingeladen und wir sind hierher gefahren. Ja, sorry, wenn meine Stimme sich nicht so anhört, aber ich habe heute ein bisschen Halsschmerzen. Ich hoffe, dass ich nicht krank werde, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Wer hat das schon? Aber ja, ich war einkaufen heute Vormittag, jetzt laden wir ein bisschen aus und dann kochen wir ein bisschen was, oder? Ja, machen wir. Guten Appetit. Guten. Mei, 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 da hat Angie aber es gut gemeint mit dem Chili. Mir läuft richtig die Nase und ihr auch. Juhu. Nicht wahr? Ja, ich habe ein bisschen Schnupfen und jetzt läuft die Nase. Ja, jetzt liege ich hier so ein bisschen rum. Mit Katze. Seht ihr die Katze? Nein. Nee, seht die Katze nicht, ne? Da ist die Katze. Ja, und ich habe noch ein paar Minuten, bevor ich dann nach Hause fahren werde, denn ich muss ja morgen wieder früh raus. Aber wenigstens hat man sich gesehen. Ja, so ist es. Wir haben uns erhoben, denn es ist Zeit für mich zu gehen. Ich lege mich gleich wieder. Ich bin irgendwie kaputt heute. Ich gehe heute früh ins Bett. Sie ist krank. Und werde meine Erkältung ein bisschen pflegen. Ich habe morgen einen ganz langen Tag auf der Arbeit. Mhm. Ich auch. Von 6 bis 2. Aber du bist fit. Noch? Jetzt war ich hier. Wahrscheinlich bin ich morgen krank. Nein, du bist voll. Bis du krank wirst. Bis ich krank werde. Ich war ewig nicht mehr krank. Ich bin auch nicht krank. Noch bin ich nicht krank. Ich bin nur ein bisschen angeschlagen. Ich würde es nicht krank nennen, okay? Na gut. Nichtsdestotrotz mache ich mich heim. Ciao. Wieder zu Hause und eigentlich wollte ich jetzt noch PlayStation spielen, aber ich bin so schlagkaputt. Boah. Nee, ich werde jetzt hochgehen in mein Bett und werde schlafen, auf dass ich morgen früh wieder fit bin und morgen früh ein neuer Vlog starten kann. Morgen, was haben wir denn? Dienstag. Ich komme morgen ein bisschen später heim, weil ich ein Meeting habe, aber nichtsdestotrotz hoffe ich darauf, dass morgen vom Wetter her ein bisschen was vernünftig ist. Ich würde gerne noch ein bisschen draußen unterwegs sein. Mal gucken, was sich ergibt. Also, wir sehen uns. Bis denn. Ciao!